Als zweites Beispiel für eine typische regelungstechnische Struktur der Leistungselektronik bzw. bei DC-DC-Wandlern möchte ich jetzt hier die Current-Mode-Regelung anschauen, und zwar am Beispiel eines Hochsetzstellers, und zwar konkret die Peak-Current-Mode-Regelung. Das heißt, diese Art der Stromregelung, wo wir den Spitzenwert des Stroms durch die Induktivität als innere Zwischengröße benutzen. Wir wollen es am Beispiel eines Hochsetzstellers machen. Das heißt, wir malen jetzt zunächst mal unseren Hochsetzsteller auf. Wir haben auf der einen Seite hier die Eingangsspannung UE. Dann werden wir hier über eine Induktivität auf einen Schalter gehen. Und jetzt tatsächlich, dieser Schalter wird natürlich wieder von einem Treiber angesteuert werden. Und wir werden eine Strommessung in Serie zu dem Schalter haben häufig. Das heißt, man misst eigentlich nicht den Strom durch die Induktivität, sondern man misst den Strom des Schalters, der ja während der Einschaltphase gleich ist wie der Strom durch die Induktivität. Und dann haben wir hier wieder eine Diode zu unserer Parallelschaltung am Ausgang aus Kondensator und Lastwiderstand. Und jetzt wird hier ähnlich wie bei der Voltage-Mode-Regelung natürlich die Ausgangsspannung zu regeln sein, das heißt die Spannung UA, diese greifen wir auch hier über einen Spannungsteiler ab und führen jetzt die gemessene Ausgangsspannung zurück in unsere Reglerstruktur, die jetzt aber aus einem zweischleifigen Regelkreis besteht. Das heißt tatsächlich wird zunächst mal ähnlich wie bei der Voltage-Mode-Regelung das hier zurückgeführt werden auf einen Regelverstärker. Also eine OP-Schaltung, wo wir am nicht invertierenden Eingang unsere Referenzspannung, das heißt den Sollwert, anschließen und am invertierenden Eingang wird diese gemessene Spannung angeschlossen. Zwischen invertierendem Eingang und Ausgang haben wir dann das Kompensationsnetzwerk, um die Reglereigenschaften zu definieren. In diesem Fall sei das hier jetzt ein PI-Regler, deswegen bloß die Serienschaltung aus Kapazität und einem Widerstand. Und das Ausgangssignal dieses Reglers geht jetzt nicht direkt auf einen Pulsweitenmodulator, beziehungsweise es geht auf einen Pulsweitenmodulator, der etwas anders aufgebaut ist. Und zwar geht das hier auf einen Komparator, der wiederum an den Reset-Eingang eines RS-Flipflops angeschlossen ist. Und der Ausgang dieses Flipflops wird dann auf den Treiber gehen. Das heißt, tatsächlich wird die Schaltfunktion D von T hier am Ausgang dieses Flipflops erzeugt. An dem Komparator wird jetzt die Regelspannung auf den invertierenden Eingang gehen und auf den nicht invertierenden Eingang wird jetzt der gemessene Schalterstrom in Form der Spannung über dem Widerstand in Serie zum Transistor, nennen wir den RS, zurückgeführt. Das heißt, wir kriegen hier einen Spannungsabfall IT mal RS, wenn IT der Strom durch den Transistor ist. Und dann werden wir hier die Spannung UI kriegen am Eingang des Komparators und dieser Komparator wird jetzt immer dann das Schaltsignal und damit den Transistor zurücksetzen, wenn diese Spannung UI zu groß wird. Und das ist eine wesentliche Eigenschaft, die wir hier in dieser Peak Current Mode Regelung haben. Wir haben nämlich automatisch eine Strombegrenzung. Das schauen wir uns an, indem wir jetzt mal die Zeitverläufe genau angucken. Tatsächlich fehlt noch etwas. Natürlich wird unser Flipflop nur dann Sinn machen, wenn es auch irgendwann gesetzt wird. Das heißt, tatsächlich geht hier ein Oszillatorsignal auf den Setzeingang des Flipflops drauf. Das heißt, wir haben so Nadelimpulse, die in ihrer Periode vorgeben, wie groß die Schaltfrequenz dieser Schaltung ist. Und das wollen wir als erstes Signal darstellen. Das heißt, das Oszillatorsignal, was gleichzeitig das Setzsignal unseres RS-Flipflops ist, wird so ein rechteckförmiges Signal mit sehr kurzer Pulsbreite sein, definiert dann hier aber die Periodendauer und damit die Schaltfrequenz unserer Schaltung T gleich 1 durch F über diesen Abstand. Und jetzt wollen wir uns angucken, wie dann diese Regelstruktur arbeitet. Dazu male ich jetzt in das nächste Diagramm die Verläufe der Spannung am Eingang des Komparators. Tatsächlich, das Signal UC von T wird langsam veränderlich sein, weil wir ja hier einen Integrierer haben, beziehungsweise einen PI-Regler, wird jetzt über ein, zwei Schaltperioden dieses Signal sich nicht groß ändern. Ich male es mal deswegen hier als Parallele zur Zeitachse ein, als konstanter Wert UC von T. Und der zweite Vergleichswert, den wir jetzt dort haben, am Komparator, wird der gemessene Strom IT sein, beziehungsweise eigentlich die Spannung UI IT mal RS. Und jetzt nehmen wir an, dieser Hochsetzsteller arbeitet im kontinuierlichen Betriebsmodus, dann wird hier diese Spannung trapezförmig aussehen. Ja, während der Einschaltzeit des Transistors
übernimmt der diesen Strom durch die Induktivität und schneidet dann diese erste Hälfte während der Dauer d mal t raus. Das heißt, wenn wir das hier aufmalen, dann wird Folgendes sein: Wenn der Oszillator hier zu Beginn der Periode das RS-Flipflop setzt, werden wir damit den Transistor einschalten. Eine Spannung fällt über die Induktivität ab, die größer als 0 ist. Der Strom nimmt zu. Angenommen, wir sind im stationären Zustand, werden wir also von irgendeinem positiven Wert hier eine Stromzunahme kriegen. Und jetzt nimmt der Strom so lang zu, bis jetzt hier der Wert der Spannung UI ist proportional zu IT, bis dieser Wert den Wert der Reglerausgangsspannung UC erreicht. Und dann wird die Eingangsdifferenzspannung dieses Komparators größer als 0 werden, woraufhin ein kurzer Rücksetzimpuls generiert wird. Ja, das heißt, wenn wir jetzt hier unten noch in dem Verlauf die Spannung am Ausgang des Komparators, was gleich die Spannung am Rücksetzeingang unseres RS-Flipflops ist, betrachten, dann würde hier zu diesem Zeitpunkt ein kurzer Impuls generiert werden. Warum wird er nicht sehr lang sein? Sobald jetzt hier dieser Impuls generiert wird, wird das Flipflop sein Ausgangssignal auf 0 zurücksetzen. Das heißt tatsächlich, das Flipflop-Ausgangssignal ist d von t. Zum Zeitpunkt 0 wird dieses Signal gesetzt. Hier zu diesem Zeitpunkt, wenn die Eingangsdifferenzspannung des Komparators größer als 0 wird, kommt dieser kurze Rücksetzimpuls. Dann geht dieses Signal zunächst mal runter. Wird jetzt aber hier der Transistor ausgeschaltet, bedeutet das, dass der Strom durch die Induktivität über die Freilaufdiode weiterfließt und damit auch hier schlagartig dann der Strom auf 0 springt und damit die Spannung UI von T. Dadurch wird jetzt aber hier diese Eingangsdifferenzspannung wieder kleiner als 0 sein und tatsächlich wird jetzt hier deswegen dieser Rücksetzeingang nicht sehr lange mit einem Pegel beaufschlagt werden. Weil jetzt aber das Flipflop zurückgesetzt ist, wird kein weiterer Strom hier fließen für den Rest der Periode und deswegen wird jetzt hier der Transistor ausgeschaltet bleiben, was gleichbedeutend ist damit, dass diese Schaltfunktion d von t den Wert 0 annimmt. Und erst dann, wenn wieder bei Beginn der nächsten Periode der Oszillator diesen kurzen Setzimpuls gibt, wird hier wieder eingeschaltet werden. Und zwar dann wieder genauso, bis dann hier wieder die gemessene Spannung UI von t gleich groß ist wie die Spannung UC von t. Und dann wiederholt sich dieses Spiel periodisch. Das heißt tatsächlich, der Wert UC von T gibt hier den Spitzenwert des Stromes durch den Transistor vor. Dieser ist aber auch gleichzeitig der Spitzenwert des Stromes durch die Induktivität und daher der Name dieser Peak Current Mode Regelung. Wir regeln damit den Spitzenwert des Stromes im Schalter und der Induktivität und haben eigentlich aber hier, wenn man so will, einen zweischleifigen Regelkreis. Das heißt tatsächlich, kann man hier diese Kombination aus Komparator und Flipflop als einen inneren Stromregler betrachten. Das heißt, wir haben hier einen Stromregler, dessen Sollwert durch den äußeren Spannungsregler vorgegeben wird. Das heißt, wenn man das ummalt, so etwas vereinfacht, haben wir hier oben wieder unseren DC-DC-Wandler. Das heißt, wir können hier wieder einen nichtlinearen Block für unseren DC-DC-Wandler machen. Da geht auf der einen Seite die Eingangsspannung raus, auf der anderen Seite geht wieder die Ausgangsspannung UA raus. Als Steuersignal geht d von t rein. Dieses UA messen wir jetzt, führen es zurück. Aber wir messen auch noch was anderes. Wir messen nämlich den Strom IL von t. Eigentlich hier IT von t, aber wir regeln auf den Spitzenwert. Und diesen vergleichen wir, das ist dieser Komparatoreingang, mit der Ausgangsspannung des Regelverstärkers und betrachten diese zweite Anordnung dann als einen Stromregler. Nennen wir den mal GI von S. Im Sinne der Laplace-Transformation, wobei hier gleichzeitig auch eine Pulsweitenmodulation erzeugt wird. Das heißt, das hier ist jetzt eher symbolisch zu verstehen oder hier so einen zweiten Rahmen rum als nichtlinearer Regler, den wir hier eigentlich haben. Und außen haben wir dann tatsächlich einen linearen Spannungsregler, nennen wir den GU von S, der den Soll-Ist-Wert-Vergleich zwischen UREF und unserer gemessenen Ausgangsspannung UA macht. Und mit seinem Ausgangssignal dann den Sollwert für den inneren Regelkreis vorgibt. Und das heißt also, wir haben hier eigentlich zwei Regelschleifen, die ineinander verschachtelt sind. Und das ist so eine typische Kaskadenstruktur, die man dort hat. Und das heißt, wir können jetzt hier Folgendes zusammenfassen, wenn wir diese Peak Current Mode Regelung betrachten. Wir haben jetzt im Prinzip hier diesen zweischleifigen Regelkreis, und zwar einen inneren Stromregelkreis und einen äußeren Spannungsregelkreis.
wo jetzt der äußere Regelkreis mit seinem Ausgang den Sollwert für den inneren Regelkreis vorgibt. Das heißt, tatsächlich werden wir hier sozusagen als mittelbare Größe erst das Tastverhältnis regeln, indem wir den Strom regeln und sich darüber das Tastverhältnis D von T einstellt. Ein ganz wesentlicher Vorteil hierbei ist folgendes: Wir haben eine Strombegrenzung und zwar automatisch für den Schalter und damit auch für die Diode, weil wir nur einen gewissen Maximalwert der Spannung UC von T zum Beispiel zulassen und daher der Wert des Stromes nie größer werden kann als dieser Maximalwert geteilt durch den Widerstandswert RS. Das heißt, man kann da sehr schön dann definieren, okay, der Transistor wird definiert, zum Beispiel bei 10 Ampere oder 15 Ampere abschalten. Dann gibt es noch andere Sachen, die sind jetzt hier nicht so offensichtlich. Das Regelverhalten ist, ich schreibe mal einfacher, und das heißt eigentlich, dass durch diese Stromregelung der Spannungsregler nur eine PT1-Strecke sieht, mehr oder weniger. Das heißt, dieser Regler GU von S sieht nur eine PT1-Strecke. Das ist jetzt stark vereinfacht. Auf den ersten Blick jetzt sieht jetzt als Nachteil aus, dass die Schaltung hier eine kompliziertere Struktur hat. Ja, wir sehen hier eigentlich zwei ineinander verschachtelte Regelkreise, müssen zwei Regler auslegen, brauchen eine zusätzliche Messung. Tatsächlich führt das aber zu einer Vereinfachung des dynamischen Verhaltens. Das heißt, häufig benutzt man so Kaskadenstrukturen, wenn man mit einem einfachen Regler nicht mehr sehr gut das dynamische Verhalten so optimieren könnte oder sehr aufwendig die Reglerparameter bestimmen muss und vereinfacht so seine Regelstrecke, dass man sozusagen erst Teilgrößen regelt. Das heißt, für den inneren Stromregler ist einfacher auszulegen, als wenn man nur einen gesamten Spannungsregler hat, so wie in der Voltage-Mode-Regelung. Aber dadurch, dass man hier einen inneren geschlossenen Regelkreis hat, wird dann das innere Systemverhalten sein wie ein PT1-Element von UC zu UA und deswegen kann der äußere Regler dann einfacher ausgelegt werden. Das ist jetzt so grundsätzlich die Idee. Wie gesagt, sieht das nur auf den ersten Blick so aus, dass das schlechter ist. Es gibt aber tatsächlich auch ein, zwei Nachteile, die diese Schaltung hat. Und zwar gibt es das Auftreten sogenannter subharmonischer Oszillationen. Das ist eine nichtlineare Großsignalinstabilität, so will ich es mal nennen. Schreiben wir es einfach mal auf als nichtlineare Instabilität. Häufig für größere Tastverhältnisse anzutreffen. Das kann man durch sogenannte Kompensationsrampen ausgleichen. Da mischt man dann ein bisschen Voltage Mode mit Current Mode Regelung, wenn man so will. Und ein zweiter kleiner Nachteil ist, die Current Mode Regelung ist häufig, nicht immer, aber häufig anfälliger für Störungen. Und das hat den Grund, das Strommesssignal UI sollte klein sein. Das heißt tatsächlich, wenn man hier nochmal reinguckt, haben wir so einen Shunt hier drin und wir nutzen, was man häufig macht, in zumindest günstigen Realisierungen von solchen Regelschaltungen, dann würde ein hohes Signal bedeuten, dass wir einen großen Widerstand RS brauchen bei dem gleichen Strom IT, was aber auch heißt, dass dort große Verluste entstehen. Das heißt, üblicherweise muss man dort einen Kompromiss zwischen der Signalamplitude und den Verlusten über die Wahl des Widerstands RS machen, sodass die gemessenen Spannungen hier üblicherweise bloß im Bereich einiger 100 Millivolt sind. Das Problem hat man bei der Voltage-Mode-Regelung nicht. Dort wird am Komparator ein Signal verglichen, was aus einem Oszillator kommt, ein Dreieck- oder sägezahnförmiges Trägersignal, was häufig eine Amplitude von 3 oder 4 Volt hat. Das heißt, wir haben einfach 10-mal so viel Signal zum Vergleichen am Komparator und deswegen ist hier diese Schaltung deutlich anfälliger für irgendwelche Störungen, die jetzt auf dem Control-Signal mit drauf sind oder auch in diesem gemessenen Stromverlauf, die dann dazu führen können, dass man scheinbare Instabilitäten kriegt, tatsächlich bloß Störeinkopplung irgendwo drin hat. Das ist also nochmal ein Nachteil. Ansonsten ganz grob, die Current-Mode-Regelung ist eigentlich die vermutlich weiter verbreitetere als die Voltage-Mode-Regelung. Insbesondere diese Peak-Current-Mode-Regelung ist in vielen Bereichen bei DC-DC-Wandler-Schaltnetzteilen ein häufig eingesetztes Verfahren, insbesondere weil es halt gerade diese Begrenzung des Schalterstromes hat und damit diese Sicherheitsfunktion, die man sozusagen zusätzlich kriegt. Ein Hinweis an dieser Stelle auch noch dazu: Die bisher betrachteten Modelle, die wir abgeleitet haben, gelten erstmal nicht für diese Current-Mode-Regelung. Tatsächlich, die Kleinsignalmodelle, die man für eine Current-Mode-Regelung hat, zumindest im Modus der Peak-Current-Mode-Regelung, sind etwas anders, insbesondere dann, wenn man diese subharmonischen Oszillationen beschreiben will.